Hallo, Räusperchen, Bock, mein Name, guten Tag und willkommen bei Joe Meller. Tag 218. Mal schauen, was heute so am Happenen ist. Ja, Happenen. Entschuldigung, ich wusste nicht, dass ich das tat. Eine 10. Das blaue Sakko. Das heißt, heute wird's bunt. Alles gut, brauchst du nicht sofort machen. Die nächsten Tage im Italy werden das Geld wieder reinbringen, sagte Benjamin, als ich sagte, dass er die $1000 zum Wochenende wiederbekommt. So, kochen wir uns kurz eine Bolognese. Koch das jetzt. So, indessen gucken wir mal kurz in die Miles rein. Hallo dieser. Sei gegrüßt.
Das ist ByteHunter-IT von Easy Credit. Da bin ich eigentlich ja auch nicht wirklich für zuständig. Aber ich werde das jetzt einfach mal überweisen. Njam, njam, njam. Ja. Vor die Tür. Wir werden jetzt erstmal hoch zu Easy Credit fahren, uns einstempeln. Und dann fahren wir mal die Rechnung überweisen. Ja, da muss man auch mal kräftig durchstöhnen. Sagt man das so, durchstöhnen? Ich denke schon, ich sag das so. Eigentlich bist du so nicht zu hören. Zumindest habe ich hier keinen Ausschlag, dass man was hört. Also ich habe hier keinen Ausschlag gehabt, also von daher würde ich sagen, man hat dich nicht gehört. Wir werden das ausgiebig testen, selbstverständlich. Ich? Ach ja, stimmt, dieser ist ja noch nicht im Chat. Ja, nein, ich weiß nicht, was auf der Testzeitschrift steht. Ich verstehe. Ist. Das finde ich lustig. Dieser so, dieser war nicht zu hören. Wunderbar. Nein, also das heißt, das war ja nur wirklich normale Lautstärke. Das hat man nicht gehört. Das ist der Dominator GTX, den wir gestern abgeholt haben. genau, richtig. Ich habe extra Kundenschlüssel noch beigeschrieben, aber ich gehe erstmal gucken, ob auch der Schlüssel hinten noch liegt. Ich muss auch dringend mal was mit meinem Inventar machen, das ist irgendwie voll. Ja, Schlüssel ist da, das ist gut. Den nehme ich auf Well, warte. So, dann können wir den guten mal zurückrufen. Das ist mit dieser RDP-Geschichte ist das ganz praktisch, denn kann ich tatsächlich sehen, wer anrief im Verlauf. Und mit einem Klick kopiere ich mir die Telefonnummer und den können wir ja da zurückrufen. Hallo.
Einen wunderschönen guten Tag, Joe Meller von Easy Credit. Sie hatten versucht anzurufen. Ja, genau, John Wallace, wegen dem Dominator. Ja, genau, richtig. Das Fahrzeug konnte ich letzte Nacht noch abholen, da waren Sie aber vermutlich schon im Bett, würde ich einfach mal vermuten. Aber ja, das Fahrzeug steht bei Easy Credit und wäre zur Abholung bereit. Okay, gut, also ich würde kurz nach 22 Uhr vorbeikommen. Ja, kein Problem. Dann rufen Sie vorher bitte nochmal an, weil ich bin nicht die ganze Zeit hier vor Ort und dann komme ich auf jeden Fall rum, dass wir das dann abwickeln können. Alles klar, gut. Ja, super. Dann bis später. Bis später, ciao. Ciao. Ja, der ist vermutlich genervt, dass er ihn nicht gestern schon gekriegt hat. Vermutlich ist er kurz vorher ins Bett gegangen und ärgert sich deswegen. Man darf bestimmt nicht mehr schwarz ärgern sagen. Deswegen ärgert er sich wie ein Oregano-Strauch und ärgert sich. Ich gehe zum Lilly, wollte aber eigentlich zum Geldautomaten. Dreh einfach um. Nein, die gute Milana hat sich nicht nochmal gemeldet. Und das habe ich nur OOC vorhin erzählt. Joe hat auch nicht vor, ihr Gejammer weiterzutragen. Da ist Joe nicht so für empfänglich für. Vielleicht wird er das gegenüber Herrn Bardot nochmal ansprechen, dass er weiß, warum er die nicht gekündigt hat. Aber ja. Ja, genau. Cringe-Potenzial. Wenn das mal eine versucht, dann sage ich, du bist aber weird. Sagt man das so heutzutage? Ich glaube, man sagt heutzutage weird. Ja, Joe ist ja erst 35. Voll am Puls der Zeit, der Gute. Ah, eigentlich ist er 36. Aber das weiß der aufmerksame Zuhörer, Zuschauer bestimmt. Ja, das stimmt. Ich bin über 21, ich darf Alkohol trinken. Mehr müssen Sie nicht wissen. Aber ich finde es nett, dass die Bankangestellten mittlerweile scheinbar hier die Parkplätze freilassen. Na, die Autos, die sonst hier standen, stehen da hinten in der Straße. Und ich kann das verstehen. Also ich würde so aufgrund der Situation auch nicht gerne von da hinten hierher laufen. Ich habe mich auch eher ins Parkverbot hier gestellt. Vielleicht haben sie deswegen auch damals die Stöcker gezogen, weil wir im Parkverbot standen. Und sie so, nee, park nicht im Parkverbot. Hier parken, hier nur Überfälle. So, was haben wir denn? 708. Was denn? Ja, Entschuldigung, dann ist mein Mikro vielleicht etwas dran. Ja. Alles klar, nicht machen. Okay, ich verstehe. Irgendwas wollte ich hier mit Geld machen, deswegen stehe ich hier am Automaten. Ich wollte von Easy Credit eine Überweisung tätigen an die Bütehunter in Höhe von $500. Die haben den am 18.10. haben die Rechnung geschrieben. Das ist ja auch schon fast verjährt. So, hier habt ihr das Geld. Bitteschön, Dankeschön. Echt mal.
wenn man das nicht alles mitmacht. Bin mir gerade nicht sicher. Aber ich meine. Ich habe gerade vergessen, mich auszuloggen. Harriet? Nennst du mein Auto Harriet? Oder was? Ah, du willst Dinge verkaufen. Okay. Ach, die Harriet, alles klar. Ja, upsi. Scheiß Bodenwellen. Wenn irgendjemand mal Autoversicherung anbietet, dann werden wir mal. Nein, also werde ich vermutlich. Flying Virgo, genau. Werde ich mal anfangen mit Versicherungsbetrug. Wenn ich mich so wie hier einfach an die Ecke stellen und immer fahren, wenn einer kommt. Wenn ich Vorfahrt habe. Es gibt so ein paar Ecken, da kann man nicht gut gucken, ob jemand kommt. Das Versicherungsbetrug ist irgendwie noch keiner auf die Idee gekommen. Vielleicht mangelt Versicherung, aber hey, irgendwas ist ja immer. Nein, mir ist eben gerade noch aufgefallen, ich habe ja noch den Spaß und das Vergnügen, das eine Auto anmelden zu müssen. Da war ja gestern Nacht keiner mehr. Eine schöne Idee für Wetten bei Legend. Bei wem wird das neue Auto angemeldet? Joe sollte einmal kurz in seine Notizen blicken, ob er das überhaupt alles notiert hat. Und gibt es das Fahrzeug schon in der Fahrzeugliste? Fahrzeugliste. Dominator GTX in Weiß mit Kennzeichen. Wunderbar. Ja, nicht nur das Auto, sondern auch in meiner Liste. Guten Abend, Mister. Ich kenne dich von irgendwoher. Two Wheels? Glaube.
würde mein Auto auch gerne abholen, aber das. Na, Bend. Kurze Frage, stehen Sie rum oder an? Ich warte, aber ich werde gleich quasi bedient. Also okay. Ich steh nicht an. Alles klar, danke. Einen wunderschönen Abend. Hi. Ich war mir nicht ganz sicher, ob du das bist, deswegen dachte ich... Bei dir war ich mir sicher, dass du es bist. Was hat mich verraten? Ich hätte jetzt mal gesagt, der Anzug. Ich verstehe. Ich dachte, es wären die Socken. Nee, alles klar. Wie geht's dir? Ja, gut. Und selbst? Ja, danke. Auch gut. Auch gut. Ich bin... Bist du wegen Easy Credit hier, oder? Ja, tatsächlich. Okay, verstehe. Nee. Ich bin, ja... Wegen meinem Konzept hier. Ah, okay. Ich war jetzt gerade beim Anwalt, beziehungsweise bei Kingsley, bei der Rechtsanwaltskanzlei. Ja. So die Erstberatung. Ja. Das Ganze nochmal durchgegangen. Ja, und die hat noch gemeint, ich soll doch jetzt mal in erster Instanz nochmal mit dem PD sprechen. Mit einer Führungskraft. Das stelle ich mir jetzt als etwas schwieriger vor, das Unterfangen, aber... Ja. Ich will es zumindest mal in versucht Anspruch haben. Nehmen. Ja. Genau, eben. Nicht, dass es daran scheitern sollte. Alles klar, bin ich gespannt. Ja, ich erst. Und für meine Statistik bin ich neugierig. Hast du erwähnt, dass du von mir kommst? Nein, das habe ich tatsächlich alles vergessen. Klar, okay. Muss ich, wenn ich ehrlich bin. Ja, ist ja nicht schlimm. Ja. Wenn du sagst, das war das Erstgespräch, da fließt ja ohnehin noch kein Geld, glaube ich, ne? Nee, da ist noch kein Geld geflossen. Nee, alles klar. Genau, deswegen hat sich das dann... Auch so im Gedächtnis so ein bisschen erübrigt, würde ich jetzt mal sagen. Wie sieht deine Abendplanung heute noch aus? Ich werde vermutlich nochmal eine neue Werbung für viel Gewinn erstellen. Hat das Benjamin noch nicht komplett übernommen? Ja, er hat es ja primär auf dem Papier. Okay. Und hilft und arbeitet mit. Also er hat auch. Also er hat es übernommen, ja. Er ist jetzt CEO. Ja. Kostet übrigens $2000. Das habe ich mitbekommen, ja. Ah, okay, ja. Das, ja, war, stimmt. Aber das war etwas überraschend, aber nee, also auf dem Papier ist er jetzt CEO. Okay, verstehe. Von daher, und dann gucken wir mal, wie wir das zusammen machen, wie er sich einbringt, was er alles macht. Okay, ich habe gedacht, du ziehst dich dann komplett quasi raus. Nein, nein, das... Stehst du nur noch beratend zur Seite, wenn überhaupt. Ne? Nein, komplett rausziehen wollte ich mich nicht. Es ging mir ja tatsächlich... Darum, jemanden zu finden, dass ich dann sozusagen das nächste Unternehmen gründen kann. Ja, okay, verstehe. Ein wunderschön. Na, guten Abend. Ich würde mich mal vordrängen schauen. Ja, vordrängen ist gut, du warst ja zuerst hier. Folgendes. Ich hatte beim DIY ein Konzept eingereicht, wo unter anderem, sage ich jetzt mal, auch ein Ablauf hier mit Ihnen, also mit dem PD, vorgesehen wäre. Da wäre jetzt mein Anliegen, dass ich quasi mit jemandem. Ja, ich sage es mal überspitzt, vielleicht mit einer Führungsposition sprechen kann oder zumindest jemand von der Administration. Es wäre vom Ablauf her ähnlich, wie das Smart Key aktuell schon fährt. Und da wäre es tatsächlich für mich in meiner Sache ziemlich hilfreich, wenn ich da, muss es logischerweise nicht jetzt sein, ne, aber mit jemandem vielleicht einen Termin bei Ihnen vereinbaren könnte. Okay, haben Sie da schon auch die LSPD-Seite angeschrieben für diesen Termin? Weil dann kriegen Sie auch direkt die Verwaltung dran. Okay, nee, das habe ich noch nicht. Ich habe gedacht, ich komme jetzt einfach mal kurz vorbei und mache das in Person, aber dann kann ich das auch gerne schriftlich machen, wenn genau, das machen Sie es am besten schriftlich, weil dann ist es vielleicht sogar besser, weil vielleicht kriegen Sie sogar den Chief selber gleich dafür dran. Okay, alles klar, da weiß Bescheid. Dann gut, dann habe ich schon mal die Info, die ich brauche, dann werde ich den Weg erstmal gehen. Einwandfrei, ich danke Ihnen. Alles klar. Perfekt. An den Herr in Blau, wie kann ich Ihnen? Ja, wunderbar. Für mich könnten Sie ein Fahrzeug anmelden, bitte. Okay, von wo, also von der gekauften, also PDM oder wo? Das kommt von PDM, das Fahrzeug.
Das ist ein Dominator GTX in weiß. Waren Sie, ganz kurz, haben Sie einen Ausweis für mich? Ich habe auch einen Ausweis für Sie. Schön, dann nehme ich erstmal den bitte. Ja. Es geht, läuft auf Easy Credit, das Fahrzeug. Easy Credit heißt, ist das okay. Easy, sind die auch gerade aktuell erreichbar? Haben Sie das schon gehört? Wer? Easy Credit? Nee, ich stehe ja vor Ihnen. Was? Also ich komme von Easy Credit. Genau, meine ich ja. Und Sie arbeiten beim Easy Credit? Ja, ja, genau, richtig. Wenn Sie da reingucken in die Akte, dann sehen Sie, dass ich befugt bin, Autos für uns anzumelden. Okay, und Sie wollen jetzt ein Auto von PDM genau. Auf Easy Credit anmelden? Ja, genau, richtig. Als Kreditfahrzeug mit Fahrer. Mit Fahrer, okay, eine Sekunde. Dann brauche ich einmal Fahrzeug, Dominator GTX in weiß, haben Sie gesagt? Genau, Kennzeichen MX6N1. Eins, okay. Und auf welch, wer soll der Fahrer sein? Und der Fahrer ist Herr John Wells. J-O-H-N und dann? Wells mit 2 E. Also W mit W, also Wells mit W? Ja, ja, genau, richtig. W-E-L-L-E-S. E-S. Okay, ich kontrolliere das einmal kurz alles. Okay, und das Fahrzeug haben Sie aber von PDM gekauft? Das haben wir von PDM gekauft, korrekt. Perfekt. Einmal frei, dann gucke ich kurz mal nach. Ja, Pflicht zum Innendienst, das könnte es sein. Aber er hat noch nicht von mir gehört. Okay, tschüss. Warst du jetzt schon in Italy, Joe? Nee, bin tatsächlich nur vorbeigefahren. Okay. Ja, Benjamin meint gerade wieder, dass das, ja, die Kaffeemaschine wieder das Lämpchen rot leuchtet. Ja, aber ich glaube, waren die denn überhaupt schon da zur Reparatur? Ja, die lief die Tage wieder tatsächlich. Und okay. Und ja, ich glaube, seit vermutlich gestern hätte ich jetzt mal vermutet, geht's wieder nicht, ne? Ja. Seid ihr fertig, oder? Nee. Ich gehe mal zur Seite, ne? Ja, alles klar. So, dann, alles hat funktioniert. Ich ziehe noch kurz einmal die $50 aus Ihrem Konto ab. Ja. Und dann dürfen Sie wieder... Alles klar. Gehen. Sehr geschehen. Perfekt. Einmal frei. Leuchtet grün. Dann noch eine Unterschrift auf die Quittung kurz hier. Und dass Sie Bescheid wissen, ich unterschreibe auch PD09 McGarrett. Alles klar, wunderbar. Vielen Dank. Einmal frei.
Dann noch einen schönen Abend, Sir. Wünsche ich ihm so. Ciao, ciao. Dankeschön. Ciao, ciao. So. Genau, Moment. Mhm. Muss ich mir die PD-Nummer noch kurz aufschreiben. Das steht scheinbar in unserer Akte mit drin jetzt. Was? Dass ich mir die PD-Nummer nochmal aufschreibe. Die verraten sie mir immer freiwillig im Moment. Gestern Abend ist mir das erste Mal aufgefallen. Okay, verstehe. Ja gut, dann ist es ja auch nicht verkehrt, ne? Nee, verkehrt auf keinen Fall. Ja. Nee, alles klar. Wir gehen vermutlich beide raus, oder? Ja, korrekt. Alles klar. Was da Mitarbeiter, wenn da irgendwer krank ist oder nicht kommt? Ich bin ja echt gespannt, was da mit dem Konzept jetzt bei mir noch wird. Ob das überhaupt was wird in irgendeiner Form, weil... grundlegend, also Mr. ich glaube Bennett war das, ich bin mir gar nicht sicher, wie er hieß, meinte rein theoretisch, wenn man seitens des PDs ein Statement bekommen würde, ne, ja, dass das Ganze freigegeben wäre, dann ja, müsste man quasi noch ja, ein Gesetzes nicht mal Änderung machen, sondern nur einen Zusatz quasi für einen Paragraphen. Ja, ich verstehe, dass du so quasi das alles in die Wege leitest. Ja. Eben. Das klingt ja machbar. Eigentlich ja, aber ich sehe jetzt als größeres Hindernis tatsächlich eher das PD aktuell. Ja, also meine Dienstaufsichtsbeschwerde, da habe ich immerhin eine Eingangsmail nach 7 Tagen ungefähr bekommen, aber dann nie wieder was gehört. Deswegen, also ich mache mir da jetzt ein wenig groß Hoffnung. Ich glaube, ich muss trotzdem nochmal persönlich dann vorbei. Ja, das kann vermutlich sagen. Ich stehe hier. Sehen wir uns gleich oben, oder? Ich glaube, ja. Alles klar, super. Also mir fällt im Auto jetzt noch irgendwas ein, aber okay. Ansonsten dann sieht man sich oben. Ne? Okay, bis gleich. Ich habe keinen Fahrzeugschlüssel. Da. Irgendwas hat sie mir zugeworfen, geschrien. Hab sie aber nicht verstanden. Die Frau in dem Auto, oder ja, es klang wie eine Frau, in dem Auto vor mir, die da so rumgeschlichen ist. Thank you.
Hallöchen. Einen wunderschönen guten Abend, Joe Meller von Easy Credit. Sie hatten versucht anzurufen. Ja, genau, ich bin erlogen. Und zwar habe ich einen Kredit bei Ihnen am Laufen. Ja. Und meine Frage wäre jetzt, wenn ich das Auto quasi verkaufen möchte. Ja. Bin ich jetzt dazu verpflichtet, die Rate jetzt zu Ende zu zahlen? Oder wenn ich einen Abnehmer finde, dass ich dann halt ganz normal zu Easy Credit komme und das Auto dann verkaufe bei Ihnen? Mit Ihnen zusammen, sag ich mal. Also Sie müssen uns die Restraten bezahlen, ja. Genau, ja, das ist verständlich. Genau, aber das, wenn Sie quasi vorab das Geld von jemand anderem bekommen, das ist selbstverständlich in Ordnung, ja. Das funktioniert, das geht. Ja. Ja gut, dürfte ich einmal wissen, wie viel ich noch offen habe? Ja, das wäre jetzt Tilgung in dieser Woche quasi, ja? Nein, es steht nicht fest, ob der verkauft wird oder nicht. Es war jetzt quasi eigentlich nur eine Frage. Ja. Ob das möglich wäre, wenn ich das Auto verkaufen möchte. Wie gesagt, das ist grundlegend möglich, wenn Sie es jetzt verkaufen, denn haben Sie eine Resttilgung von $13.140. Perfekt, alles klar, das war meine Frage. Also müsste ich das Auto quasi für 13, was war das nochmal? Aktuell sind es $13.140. Perfekt, das war meine Frage. Alles klar. Ja. Super, vielen Dank, ne? Ja, selbstverständlich, gerne. Einen schönen Abend, ciao. Ciao, ciao. ZR 350 für 13.400 irgendwas Dollar? Tu es nicht, Joe. Glaube. Irgendwie ein bisschen vielleicht. Wir gehen mal davon aus, wir werden nicht erschossen. Das ist doch wünschenswert, oder? Was? Wie doch? Ja, guten Abend, Joe. Ich grüße dich. Wie geht's dir denn so? Ah, mir geht's gut. Und selbst wie? Hoffe ich auch. Ja, alles gut. Etwas müde, ich hab irgendwie die Nacht nicht so gut geschlafen, aber es passiert mir gut. Ist gerade etwas komisch. Vielleicht der Vollmond. Haben wir Vollmond? Ich weiß das gar nicht. Keine Ahnung. Ich verstehe. Möchtest du irgendwas trinken? Ja, einen Espresso nehme ich gerne. Du musst dich leider enttäuschen, unsere Kaffeemaschine macht gerade etwas... Ich verstehe, das heißt, die macht nicht nur keinen Kaffee, sondern auch keinen Espresso? Die macht zurzeit keinen Espresso, ich könnte dir aber einen Americano anbieten. Ja. Oder einen Cappuccino oder einen Latte Macchiato. Nein, nichts mit Milch. Nein. Tu nichts mit Milch, das ist ja... Okay, tut mir leid, ich das erwähnt. Alles gut. Du scheinst gerade geschockt zu sein. Ja, wer macht sowas? ja, dann nehme ich einen Americano. Amerikaner, okay, kommt sofort. So, hatte ich mir nicht irgendwo schon Gedanken gemacht, wie so ein Los aussehen könnte? Ich hatte es angefangen und dann abgebrochen, glaube ich. Das heißt, ich habe es noch nicht.
So, hier ist dein Kaffee. Wunderbar, ich danke dir. Bitte, bitte. Ich werde im Laufe des Abends die Anleitung mal schreiben, wie ich mir das vorstelle für die Lose, und dann können wir ja mal gucken, ob ich das verständlich aufgeschrieben habe. Okay. Also quasi, ob du anhand dieser Anleitung ein Los auswählen könntest. Sinngemäß. Also, ich muss es noch schreiben. Genau. Ich schaue es mir mal einfach dann an. Genau. Ich weiß doch, wie du gerne doch deine Texte schreibst, so kompliziert wie möglich, damit es niemand versteht. Und damit das Thema hatten wir ja schon. Du bist ja nicht vom DUL, also ich mach das. Ganz klare Worte, denke ich, hoffe ich. Hast du mal ganz genau durchgelesen, was du so immer schreibst, Joe? Ich lese mir das mindestens einmal durch, ja. Mindestens einmal? Ja. Okay. Wie gesagt, der Text muss ja eh nochmal überarbeitet werden, wenn da neue Lose zukommen, aber ich bin dann gespannt, wo du Verbesserungspotenzial siehst. Also ich bin nicht perfekt. Für das Geschäftliche bist du eindeutig viel besser geeignet. Nur du hast mir ja schon mal erklärt, wie du manches so kompliziert schreibst, und ja, okay, gut. Okay, gut. Ich schau mal die Alles Dame, klar. Die sieht so ja. Hungrig aus. Spannend. Der Herr Wrobelmax hat exakt die gleichen Zahlen wie Fukuda Setsuko getippt. Das ist ja spannend. Das alleine ist ja schon wie ein Jackpot. Wenn die sich nicht abgesprochen haben, ja. Ja, ich verstehe. Das kann natürlich sein. Ja, ist ziemlich spannend. Na nun, alle weg. Ah, ich denke nicht.
ciao, ich bin kurz weg und bin dann gleich wieder da. Ja, alles klar. Ich habe gleich noch einen Punkt, den ich mit dir besprechen muss. Okay, dann bis gleich. Bis gleich. Andersrum. Ich bin jetzt bis ca. 22 Uhr gegebenenfalls unterwegs. Kurz um 22 Uhr habe ich dann mit Joe, also nicht mit dir, ja. Termin hier. Ja, alles danach gut. Ich habe vermutlich gegen 10 auch nochmal einen Kunden. Ja, okay, von daher passt das. Also ich bin heute bestimmt bis 11 oder 12 hier in der Gegend. Okay, dann bis später. Bis später. Freust du dich, dass du den Keks geschafft hast, oder musst du raus? Hallo Joe. Einen wunderschönen Abend. Schon auf dem Weg quasi. Denn schönen Feierabend. Danke, gleich, falls du gearbeitet hast. Sagen, aber ja, habe ich. Aber du fängst wahrscheinlich jetzt erst an. Bin immer noch dabei. Genau, richtig. Ja, dann fröhliches Weiterarbeiten. Alles klar, ich danke dir. Und bis morgen. Bis morgen. Schönen Abend. Dir auch. Na, würde ich sagen, machen wir eine kurze Hundterbrechung.
Ja, doch. Rie. Vielen Dank. Ist Aushilfskennerin kontrolliert die Bestände oder was? Einen wunderschönen guten Abend, Joe Mella von Easy Credit. Guten Abend. Sie hatten versucht anzurufen. Ah, Easy Credit. Ja, ich wollte mich einmal informieren wegen einem Kredit, wie das bei Ihnen so abläuft. Ja, selbstverständlich. Wir finanzieren ausschließlich Fahrzeuge. Sie benötigen ein Drittel Eigenkapital für das Fahrzeug. Und wir bieten Laufzeiten zwischen 4 und 10 Wochen an. Das sind die Eckdaten für den Kredit, den wir vergeben. Und wenn Sie dann ein konkretes Fahrzeug haben, das Drittel zusammen ist, dann können wir uns gerne zusammensetzen. Dann kann ich Ihnen ein verbindliches Kreditangebot machen, dass Sie dann wissen, was für Kosten für Sie auf Sie zukommen, meine ich. Okay, also wenn ich will kaufen ein Auto um $10.000, ich brauche 3.500 circa. Ja, genau, richtig. Dollar. Korrekt. Okay. Okay. Ja. Und wie sieht das aus mit die Zinsen circa? Wie gesagt, die Zinsen, die berechnen sich dann nachher aus dem benötigten Kapital und der Laufzeit. Das stellen wir dann, wenn wir den Termin haben, fest, was ich Ihnen da anbieten kann. Das kann ich Ihnen leider nicht am Telefon beantworten. Also ist die beste, ich suche mir zuerst ein Automobil aus, was ich haben will, und spare mal auf das Drittel. Ja, genau, richtig. Melden. Ja, das wäre das Gescheiteste. Und dann können wir das auch, wenn das denn losgehen soll, auch relativ kurzfristig in die Wege leiten. Na, okay. Dann kenne ich mich mal grundsätzlich aus. Alles klar. Ja, dann wünsche ich noch eine schöne Abend. Den wünsche ich Ihnen auch. Wiederhören. Wieder.
Easy Credit, Sie sprechen mit Joe Mella. Ciao, guten Tag. Ich wollte mich mal erkundigen, wie das mit den Krediten aussieht. Ja. Ich hatte das gerade auf Venture gesehen. Haben Sie da eine Zentrale, wo man hinkommen muss, oder also ist das telefonisch? Wenn es nachher ein konkretes Kreditangebot ist, das machen wir dann persönlich. Da haben wir ein Büro oben in Vinewood gegenüber vom Little Italy. Wenn es jetzt erstmal nur um die groben Eckdaten geht, dann kann ich Ihnen am Telefon so viel erzählen, dass wir ausschließlich Fahrzeugkredite vergeben. Ja. Sie benötigen für einen Fahrzeugkredit ein Drittel Eigenkapital und wir bieten Laufzeiten zwischen 4 und 10 Wochen. Ja. So, und aus der benötigten Summe und der Laufzeit berechnen sich dann nachher die Zinsen. Das ist dann nachher der Part, den wir dann persönlich im Büro besprechen. Okay, das hört sich gut an, weil es geht tatsächlich auch um Fahrzeugkredit. Ja. Und wie, ich frage jetzt mal so dreist, wie hoch darf ich mir die Zinsen denn so vorstellen bei einem Betrag, der unter, ich sag jetzt mal, 10.000 liegt? Ja, also wie gesagt, pauschal kann ich das nicht wirklich sagen, weil das eben abhängig ist von der Laufzeit etc. Aber wenn Sie da was Konkretes im Auge haben, dann können wir gerne auch kurzfristig einen Termin machen und dann können wir das einmal durchrechnen für Sie. Ja klar, das wäre super. Ja. Ja. Wie kurzfristig passt Ihnen das? Ich kann von mir aus jetzt sofort vorbeikommen. Ja, wunderbar. Ich brauche ungefähr 5 Minuten, aber dann bin ich da. Okay. Gegenüber vom Little Italy. Ja, genau. Also schräg gegenüber. Neben diesem Tower da? Ja, genau, richtig. An der Stirnseite des Towers ist ein Glasbüro. Und dort drin ist... Ich versuch's zu finden, ja. Alles klar. Sonst rufen Sie nochmal an. Genau, machen wir so. Alles klar. Ja, dann würde ich sagen, bis gleich. Dann bis gleich. Wiederhören. Moment.
Hallo. Einen wunderschönen guten Abend. Wir hatten gerade telefoniert? Ja, vermutlich, vermutlich. Dann kommen Sie gerne mal mit rein. Ja, alles klar. So, Sie interessieren sich also für ein Fahrzeug, wenn ich das richtig gemerkt hatte, oder mir richtig gemerkt hatte, für 10.000 Dollar, oder? Ungefähr, also es sind 9.000 irgendwas um den Dreh. Ja. Ein Drittel davon ist auch auf meinem Konto. Ja, ich verstehe. Also bei 9,5 wären das 3.200. Ja, ich weiß gar nicht, ich glaube, es kostet 9.300, aber der Preis war noch nicht festgelegt. Ja, ich verstehe. Alles klar. Also bestimmt so also zwischen 9.000 und 9.300, also so zwischen 3.000 und alles 3.000. Klar. Dann können wir ja einmal schlechtesten Fall mit 9.300 Dollar rechnen. Genau. Im Zweifel bräuchten Sie sonst maximal weniger Geld. Genau, wir bieten Laufzeiten zwischen 4 und 10 Wochen an. Mit welcher wöchentlichen Rate kämen Sie denn zurecht? Also was hätten Sie sozusagen übrig, um den Kredit zu bedienen? Das kommt ganz darauf an, wie hoch die Summe dann am Ende ist. Wenn wir jetzt sagen, es sind mal 6.000 Dollar ungefähr, dann müsste ich das mal eben ausrechnen. Das kommt halt auf die Kreditsumme an. Wie bei 6.000 Dollar, wie wird es denn da aussehen bei... Naja, was heißt bei 6.000 Dollar? Also, wenn Sie diese 3.200 Dollar Eigenkapital haben bei 9.300 Dollar, dann liegen Sie bei einer Laufzeit von 4 Wochen, liegen Sie bei einer wöchentlichen Rate von 2.000 Dollar 43. Ja. Und bei... Was war das andere? Bei 10 Wochen lägen sie bei 1.065 Dollar. Okay. Ja, das ist dann eine gute Sache. Ich glaube, mit 4 Wochen käme ich auf jeden Fall aus, so ist das nicht. Ja. Also das waren, was waren das, 2.000? Bei 4 Wochen wären das 2.043 Dollar. 2.043, achso. Ja. Gerade überlegen, ob ich das gestemmt bekomme, aber ich meine, ich stehe kurz vor Beförderung, deshalb gehe ich davon aus. Ja, ich verstehe. Ja. Gut, aber dann müsste ich den genauen Preis für das Auto wissen. Das ist grundlegend hilfreich, ja. Ja, okay. Dann würde ich mich mit PDM nochmal auseinandersetzen. Ja, selbstverständlich. Ich habe mir das jetzt mal aufgeschrieben. Wie sind Sie zu erreichen? Telefonisch ist nicht das, was Sie hören wollen. In der Regel in den Abendstunden ab 9 bis ungefähr Mitternacht. Alles klar. Telefonisch ist auch egal. Also ja, genau. Einfach auf der Hotline anrufen. Da rufen wir im Zweifel zurück. Alles klar. Okay, wie läuft das, also wie würde das dann ablaufen? Zahlen Sie das Auto? Ja, genau. Also der Ablauf ist so, Sie überweisen uns das Eigenkapital. Wir kümmern uns um die Besorgung des Fahrzeuges. Wenn das ein Bestandsfahrzeug ist, in der Regel am gleichen Tag. Wir melden das Fahrzeug dann beim PD auf uns an. Das Fahrzeug dient als Kreditsicherheit. Ja. Sie sind als Fahrer eingetragen. Das heißt, wenn Sie angehalten würden oder so, dass das alles rechtens ist, dass Sie mit dem Fahrzeug unterwegs sind. Und sobald das Fahrzeug abbezahlt ist, geht das dann in Ihren Besitz über und Sie können das beim PD ummelden. Okay. Ja, dann das hört sich schon mal gut an. Dann würde ich mich mal zum PDM begeben und entweder heute oder morgen mich dann nochmal melden wegen dem Kredit. Ja, selbstverständlich, gerne. Darf ich mir Ihren Namen nochmal dazu schreiben? Ja, klar, gerne. Robert Shaw. Alles klar, wunderbar. Habe ich mir einmal dazu notiert und wollte sagen, dann rufen Sie gerne durch, wenn Sie da konkretere Vorstellungen haben. Genau, mache ich. Ja. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend. Den wünsche ich Ihnen auch. Und eventuell bis später oder morgen. Alles klar, kriegen wir hin. Super. Tschüss. Wiederschauen.
Ui. Easy Credit, Sie sprechen mit Joe Mella? Ja, Wallace hier. Ich wollte fragen, haben Sie jetzt so in 10 Minuten Zeit? Ich habe in 10 Minuten Zeit, ja. Alles klar, dann würde ich so in 10 Minuten vorbeikommen wegen dem Auto. Alles klar, dann bin ich um Viertel nach drüben. Alles klar, dann bis gleich. Bis gleich, ciao, ciao. Ciao. Einen wunderschönen Abend. Hast du kurz ein Ohr oder? Ein Ohr habe ich, ja. Ja. Eins, aber nur maximal. Eins maximal, alles klar. Es geht um den Emperor von Herrn Edwards. Der ist Edwards. Ja im Inkasso. Emperor von Edwards. Moment. Oder verwechsel ich den gerade? Oder nee, Garcia war das, glaube ich. Entschuldigung. Edwards war der. Andere, genau, Garcia war der Emperor. Ja, 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 ja. Genau, richtig. Und zwar, der fährt noch durch die Stadt. Herr Garcia hat, nachdem ich ihm angedroht hatte, zu mahnen, auch noch einmal überwiesen, spannenderweise. Bleibt aber im Rückstand über 8 Tage. Also deutlich auf jeden Fall. Und ja, reagiert aber nicht auf Anrufe. Und allerdings steht das Fahrzeug unten ins Vespucci, wenn ich das immer mal sehe, wenn es mal parkt. Okay. So, Ja, dann abschleppen lassen, ganz einfach. Ja. Yeah. Den Vertrag hast du gekündigt, schriftlich? Den Vertrag habe ich nicht schriftlich gekündigt, aber das kann ich noch nachschauen. Ich hatte nur sozusagen den Einzug angekündigt, aber dann... Ja gut, das meine ich ja, dass angekündigt ist, dass wir das Fahrzeug jetzt einziehen werden. Ja. Das ist ja, sag mal, das ist gleich eigentlich der Kündigung. Ja, alles klar. Nee, ansonsten, wenn du das mitgeteilt hast, eine Frist gesetzt hast, ja, dann wird das Teil einfach eingezogen, ganz einfach. Ja, alles klar. Ich erwähne das so, weil unten, das ist unten in Vespucci, wo eigentlich auch immer, ja, ich sag mal, ein paar ja, eher dubiose Gestalten mit rumlaufen in der Gasse, wo das parkt. Meinst du, ich weiß nicht, ob der Abschlepper da in Anführungsstrichen alleine hinfahren würde oder wie man das sonst idealerweise lösen könnte. Fragst du ihn. Wenn er das macht, dann... Redet ihr gerade über das eine Auto? In der Gasse? Das, ja, was ja, du meinst? Genau. Ja? Ah, okay. Ja. Eine Sache, das abzuschleppen. Aber gut, ich wollte dich nicht so weit stellen, tut mir leid. Also wenn der Abschleppdienst das macht, dann schickst du ihn da einfach hin. Ja, okay, alles klar. Dann suche ich mal einen Abend raus, wenn er da wirklich auf jeden Fall steht. Und dann würde ich mich mal an den ACLS wenden, dass sie den abschleppen können. Ja, ja, ja. Okay, ich alles klar. Ich meine, wenn er sich nicht darum bemüht, sich bei uns zu melden, warum sollen wir das noch tolerieren dann? Natürlich. Alles klar. Ja, das war's dann vom Prinzip auch schon. Okay, alles klar. Alles klar, dann bis später.
Hallo. Ein wunderschöner Abend. So. Sie wollten das Fahrzeug abholen? Genau. Ja, wunderbar. Ich wollte sagen, da wir uns ja erst einmal wirklich gesehen haben, bräuchte ich aber ganz kurz Ihren Ausweis und dann... So, bitteschön. Ja, wunderbar. Danke, einmal zurück. Jo. So, wollte sagen, dann lassen Sie uns einmal zum Fahrzeug gehen. Das haben Sie ja bestimmt schon wahrgenommen. Genau, es gab es gestern erst kurz nach Mitternacht leider. Da konnte ich es auch nicht mehr direkt anmelden, aber ich, es ist mittlerweile angemeldet. Sie sind als Fahrer eingetragen. Okay. Und den Schlüssel habe ich dabei. Den darf ich Ihnen einmal übergeben. Und dann wünsche ich Ihnen viel Spaß dabei. Wie sieht das aus? Noch eine Frage. Also, wie sieht das aus, wenn ich jetzt. Also, ich bezahle das jetzt noch 10 Wochen ab. Ja. Kann ich in der Zeit schon tunen oder noch nicht? Ja, Sie können Änderungen an dem Fahrzeug vornehmen. Alles klar, okay. Dann habe ich keine weiteren Fragen. Alles klar, wunderbar. Dann viel Spaß damit. Dankeschön und Ihnen noch einen schönen Abend. Ebenso, ciao, ciao. Ciao. Bleib doch nicht stehen auf der Straße, Joe.
Klar, ich schreibe das jetzt mal vor.
So. Ankündigung 4 gewinnt. Wochenlotterie losverkauft. Ups. So, ein Los kann bis zu 10 Spieltipps enthalten. Das Los nimmt automatisch an der nächsten Wochenauslosung teil. Letzter Zeitpunkt, 5 Minuten vor Ziehungsbeginn. Das Los wird sowohl auf dem Los als auch in den Gewinnlosen als Los eingetragen. Gewinnlosen ist eine Tabelle, in wo alle Tipps drinstehen. Die Tipps werden sowohl auf dem Los als auch in den Gewinnlosen als Tipps eingetragen. Ein Muster findet sich in der Liste Gewinnlose in Zeile 47. Der Eintrag unter Name muss genau so auf dem Los eingetragen werden. Folgende Zeichen kommen auf dem Los zum Einsatz. Allgemein, es wird kein Leerzeichen verwendet. Zeichen Sanduhr. Im Anschluss wird die aktuelle Zeit als Unix Hex Timestamp angegeben. Dann haben wir noch ein Zeichen, folgt direkt im Anschluss. Dieses Zeichen wird so oft wiederholt, wie es Tipps gibt. Und dann haben wir noch ein Trennzeichen. Und dann haben wir folgende Symbole werden für die Tipps verwendet. Ausgeschriebene Zahlen sind ungültig. Beispiel, ein Los, drei Tipps, abgegeben 18.11.22. 22.28 Uhr. Wer eine Kratzer kommt in meine Kutsche rein. Ich komme runter. Sie können auch nach oben kommen. No, no, bleiben Sie ruhig da, wo Sie stehen. Ich komme runter, wenn das was ist. Sieht gut aus, sieht gut aus. Alles gut.
So, damit haben wir jetzt ein Los für William erstellt. Er tippt 4, 6, 2, 12. Es tut mir leid.
Show setzt einen neuen Trend. Wir werden uns nochmal drüben im Italy einstempeln. Dann fahren wir nochmal runter zum Lager und dann kommen wir nochmal fürs Budget fertig. Ja, was machst du Schönes? Panna Cotta. Hm. Hat doch jemand was aus dem Kühlschrank gemopst? Ich sag jetzt mal never as war. Also sowas auch. Ich werde einmal kurz runterfahren. Ich gucke vorne nochmal, was da noch fehlt und dann fahre ich einmal runter zum Lager kurz. Ach schau, jo, danke. Ja, dann mache ich fürs Butschi anschließend kleiner auch nochmal fertig. Aber ist ja nur Tofi, hat die aus Lunar Market fertig gemacht. Ist nur noch die aus Vespucci. Ja, ja, genau. Ja, genau. Mhm. Ich sagen, bin gleich wieder da. Mhm. Ach, wusste er schon. Prozentual Anteil Bonasera, Joe. Das kommt halt drauf an. Das ist halt, wie gesagt, nur eine reine Grundidee. Weißt du, wie ich das meine? So. Nee, aber das siehst du schon. Also, ich meine damit. Also, das ist die entscheidende Frage, wenn man so möchte. Genau, genau. So, das müsste man halt, das müsste man dann halt mit dem Geschäftspartner, mit dem man kooperiert, müsste man das dann halt in der Hinsicht abklären, weil es müssen ja beide davon Gewinn haben. Aber eigentlich, also, ich würde nicht sagen mit ein, sondern man macht mit die ganze Stadt einfach. Genau, das ist es ja. Machen wir noch ein bisschen Koch-RP. Koffer-RP, genau. Gucken, diese... Ja. Morgen rufe ich bei der Küche an. Um mal nachzufragen.
Bam. Bam. Ist schon ein bisschen entspannter als mit dem Ingot. Nein, also nicht wirklich entspannter. Also entspannt war es ja mit dem Ingot schon, aber man hat das Gefühl, man kommt noch mehr, noch schneller vorwärts. Liegt vermutlich daran, dass das Auto schneller fährt, ich weiß. Ach, komm mir nicht mit Logik. Der Speedo denkt, er könnte fliegen. Wer denkt, er könnte fliegen?
Haben wir jetzt zumindest nicht gesehen. Ich habe jetzt nur den schwarzen Washington gesehen, aber das ist er nicht. Nein, nicht der Washington, den wir suchen. Dass er nicht der Emperor ist, da hätte ich auch ohne Nummernschild drauf kommen können. Eigentlich, sollte man meinen. Oder so. Hatte alleine wegen die Tortellini-Burger, Manager. So. Geht er zu weit, meiner Meinung nach. Ja, mit, also ich sag's mal so, ich bevorzuge eher den Weg von meinem Apartment zum Little Italy als zum Aldente. Das ist zu weit weg. Vor allem noch mit Fahrrad. Du warst doch auch die Generic Hotel, oder nicht? Ne? Ja, genau. Wir sind im Grunde Nachbarn. Sie. Ja, bis zu die Stadt, da habe ich früher gewohnt. Deswegen die Aldente, ich bin so oft vorbeigefahren und gelaufen. Aber ich bin tatsächlich nur einmal drin gewesen, um mir eine Topf auszuleihen oder eine Pfanne oder so, ich weiß nicht mehr. Ja, am ersten Tag habe ich mich da mit meinen Kollegen getroffen, die ich halt, also mit meinem Kollegen, den ich halt schon seit Vice City kenne, getroffen. Er hat gesagt, ja, kommst du zum Aldente, nee, das war am zweiten Tag, kommst du zum Aldente, du weißt ja, wo das ist. So. Wusste es halt zu dem Zeitpunkt nicht.
Alles klar, mache ich. So, musstest du viel, hast du viel mitgebracht? Was heißt viel? Zwei Rucksäcke voll. Ach du Heilige, ja gut. Wir sind sehr, wie soll ich sagen, aktiv, würde ich mal meinen. Ja, da wünsche ich mir manchmal, wir hätten das Lager hier im Hinterhof oder so. Naja, das wäre natürlich praktisch, aber kann ja nicht alles haben. Aber William wollte ja eigentlich auch schon längst sich drum gekümmert haben, dass die Lager, die wir hier haben, dass die Schränke vergrößert werden oder mehr Schränke reinkommen. Ja, na, wir sind, glaube ich, so weit, dass McGee nur noch sagen muss, so, jetzt geht's los und dann geht's los. Da müssten wir die Schränke etwas ausräumen, dass die das vergrößern können. Ja, das wäre ja kein Problem. Wir haben ja den Speedo vor der Tür, da kann man ja im Zweifel die Sachen zwischenlagern. Ja, genau. Aber es wäre ja schön, wenn da einfach mal gesagt wird, so, jetzt machen wir das. Und in Anführungsstrichen, ne, so nach dem Motto, das haben wir jetzt fertig, das können wir benutzen. Und wenn alle, dann alle. Aber, ja. Ist William immer noch dabei, dass er die Pizzen im Ganzen verkaufen will? Die großen? Genau, wir sind jetzt so weit, dass wir, die Pizzen sehen jetzt etwas an. Sie kosten jetzt auch anders. Wir haben auch neue Rezepte. Ich kann die dir geben, wenn du willst. Also die Pizzenrezepte, die hatte ich mitbekommen, ja? Ah, okay, gut. Dann, Also denke ich, ich habe sie noch nicht ausprobiert, aber ich gehe mal davon aus. Ja, Margherita zum Beispiel ist immer noch das Grundrezept, was wir immer so hatten. Und dann Oliven mit dazu. Ja, genau, richtig. Portion eine. Und dann der Preis ist auch von 11 auf 18 Dollar gestiegen, wegen den zusätzlichen Zutaten, Kosten und so, sie ist halt ein bisschen größer. Wenn du die schneidest, also passend sind dann immer so 5 Stück quasi. Das ist immer die gute Größe. Ja. Dann. Und ja, falls die Gäste das so wollen, sonst kannst du dir am Ganzen geben mit Besteck. Ich denke mal, ja, je nachdem. Ja, alles klar. Aber ja, ich denke mal, die meisten werden die ja geschnitten haben wollen, weil vom Italiener kenne ich das so, dass ich die eigentlich im Ganzen bekomme und die selber schneide. Grundlegend schon, ja, aber wenn ich mir mal so den Platz auf den Tischen angucke, dann... Ja, das
Problem hatte ich vor uns auch. Ich habe dann für den Herrn noch die Pizza schnell geschnitten. Das, ja, genau, richtig. Deswegen, das habe ich da noch schnell gemacht. Ich hätte es fast gesagt, das erwartet man sich ja so nicht. Falls du. Ja, gut, ich, je nachdem, wie es halt so ist, werde ich, denke ich, mal schauen, wie viele am Tisch sitzen und dementsprechend natürlich dann die Pizza schneiden oder nicht. Ja. Mal. Entweder ist ein Schneidebrett kaputt oder jemand... Das habe ich, weil ich die Pizza vor uns geschnitten habe. Das Schneidebrett habe ich hier drüben hingelegt. Ja, kein Problem, alles gut. Denn ist ja gut. Genau, das würdest du dann auf alle Fälle benutzen, falls du eine Pizza schneiden möchtest. Ja, genau. Das ich leg das mal hier unten wieder ins Fach, damit jeder das wieder findet. Und genau. Ja, alles klar. Ich wollte eigentlich nur die Freude zum Ausdruck bringen, dass es gut ist, dass wir zwei Bretter haben. Ja, der Verschleiß ist groß. Ja, tatsächlich. Also jetzt nicht nur, sondern auch der tatsächliche Verschleiß. Gut, ich muss noch schnell was hochbringen. Ja, natürlich. Oh, gut. Ja, ich sehe das genauso. Das ist, also im Vergleich zu vorher absolut eine andere Wirtschaftlichkeit. Ja, gar keine vermutlich nicht, aber deutlich vorbei, sag ich mal. Lager legen kannst du auch fast nichts mehr. Danke fürs Abo, Lisa. Ich glaube, gestern war geteilt und heute ist abonniert, oder? Von daher, ich ziehe meinen Hut. Für die 11 Monate. Na, ich glaube, weil er das letztes Mal, war das gestern oder vorgestern, geteilt hatte. Und heute war das Abononeten. Oh. Niemand will das.
Entschuldigung? Bringst du mir auch was zu trinken mit? Ich dachte, ich frage mal ganz lieb. Ja, das werde ich tun. Ich bin keine unhöfliche Person. Nein. Dieser bin ich unhöflich. Bad, bad, bad.
ehrlich, diese Tür regt mich auf. Was hat dir die Tür getan? Die Tür ist einfach nur die Tür. Das ist die Italy-Tür halt, die einfach nach oben nicht zugeht. Draußen meinst du oder so? Ja. Ich verstehe. Das ist anstrengend. Na gut, jetzt ist Italy leer. Ich habe vorne versucht, die Tür zuzumachen. Ich hoffe, die geht gleich zu. Ordentlich. Ja, aber gesagt, also wenn du die zumachst, dann dauert das normalerweise eine halbe Minute, Minute, dann. Ja, die andere, ja, ich weiß, das System ist einfach nur grässlich. Ja, das stimmt aber. Soweit ich weiß, gibt es da leider keine Abhilfe. Eigentlich sollte sich das mal mit Gil anschauen. Ja, ich glaube, von denen kommt die Auskunft, dass es keine Abhilfe gibt. Mhm. Wenn du schauen magst, ich habe übrigens unter 4 gewinnt mal eine Ankündigung geschrieben. Ob du verstehst, was ich sagen will oder nicht. Ja. Okay, alles klar. Alternativ, es gibt doch auch diese rotierenden Hände. Kannst du auch fernsteuern. Alles klar. Ja, okay. Schöne Aussicht. Ja, warum haust du mich jetzt? Das sieht dieser doch gar nicht. Außerdem, die Demonstration war viel, viel härter als... Ja. Ja, ich verstehe. Kriegst einfach so eine Pauke unter den Tisch. Nennt man das Pauke? Also so. Ach so, ja, ich verstehe. Die Nettigkeit hatte ich nicht berücksichtigt. Dann muss ich wohl nochmal drüber nachdenken. Wenn ich das jetzt richtig verstehe, hast du für jedes Los eine Zahl, die über eine Site generiert wird. Ja, genau richtig. Das ist eigentlich nur ein Unix-Timestamp. Einfach damit man, falls mal ein Los geklaut wird, dass man halt verifizieren kann, weil die meisten Leute werden da nicht auf die Idee kommen, was das ist, denke ich mal. Dass man dann im Zweifel verifizieren kann, dass es ein falsches Los ist, wenn das mal geklaut wird. Ist die Nummer schon vorab auf dem Los drauf?
Also die Nummer wird sozusagen, wenn der Kunde das kauft, mit eingeführt, oder? Achso, du gehst, der Kunde kauft sich die Nummer, geht auf die Seite, schnappt sich den Code. Nein, der Kunde geht da nicht auf die Seite. Der Kunde hat damit gerade gar nichts zu tun. Der Kunde kommt zu uns und will ein Los kaufen. Wir füllen das Los aus, er gibt uns Geld, wir geben ihm Los. Das ist nicht, sind nicht die Lose, die du nachher bei Lona Market kaufen kannst. Okay, gut, das hat mich nämlich gerade jetzt. Nein, für die darf es nicht zu kompliziert werden. Das wird nachher noch was anderes. Genau, das wollten wir doch über Telefonnummer oder Name. Aber ja, über genau. Telefonnummer richtig. Ist mir eigentlich lieber, weil da kannst du die Leute gleich. Ja, genau. Quasi, nein, ja. Das, was ich da jetzt verfasst habe, das ist das, was wir jetzt am Wochenende brauchen für die Lose, die wir verkaufen. Mhm. Ach, Jemini, okay, gut, dann, okay, da weiß ich Bescheid. Geht halt einfach nur darum, ich denke ja nur an das Schlechte mittlerweile hier von der Stadt. Wenn einer uns mal die Lose klauen sollte, dann wird er das System ja sicherlich nicht kennen, wie die auszufüllen sind. Und dementsprechend habe ich dann die Hoffnung, dass wenn er dann versucht zu bescheißen, dass das dann dadurch auffällt. Das ist die Idee hinter diesem zwar einfachen, aber beim ersten Mal gehört vielleicht doch komplizierten System. Aber eigentlich notierst du ja nur einmal die Zeit und die Zahlen, die er tippt. Und die Zeit ist halt in dem Sinne in Anführungsstrichen verschlüsselt. Okay, wenn du das für den ausfüllst, dann gibst du denen dann am Ende aber das Los, oder? Der kriegt am Ende das Los, ja. Also die Wochenlocke. Da ist die und da ist der Timestamp drauf. Da ist der Nummer. Timestamp drauf und dann. Die muss das sich aber persönlich mal merken oder aufschreiben, weil falls das Los weg ist, kann er diese Nummer an. Nein, wenn das Los weg ist, ist das Los weg. Das Geld gibt's nur, wenn wir das Los kriegen. Das heißt, bei der Wochenlotterie geht es darum, dass die Leute mit dem Los zu uns kommen, uns das Los geben und dann das Geld kriegen. Ja. Ja, aber ich sag mal so, ein bisschen Risiko ist in der irgendwie. Okay, ja, ach, ich weiß, was du meinst, ich weiß, wie das machen, ja. Aber ja, die Leute müssen da schon ein bisschen selber überlegen, wenn du dir ein Los holst. Da holst du dir ein Los ausfüllen, dann vielleicht zu Hause liegen lassen oder gleich abgeben oder so. Ist ja das. Ja gut, oder die Lose, die sie bei uns live kaufen, die können sie nicht abgeben. Also die werden ja ausgefüllt und bezahlt. Ja, schon klar, das ist nur. Nein, also die Kunden sollen da gar nichts irgendwie eintragen. Weil dann sind wir ja wieder bei, es wird nur beschissen. Also das wird nicht funktionieren. Selbst ausfüllen dürfen die sie nachher im Lona Market kaufen. Ja, aber wie sollen die denn da bescheißen? Jetzt erklär mal das mal. Wie sollen die da zum Beispiel jetzt am Samstag bescheißen? Naja, auf diese Art und Weise, wie wir das jetzt machen, gar nicht. Wenn du denen einfach nur ein Blanko losgibst, was sie selber ausfüllen können, ja. Da können sie doch eintragen, was sie wollen. Und wann sie wollen. Ich hab dir doch gesagt, du sollst die dann vorher, die sollen die dir vorher abgeben, bevor die Auslosung ist da. Ja, aber das kannst du ja nicht bei der normalen Wochenverlosung machen. Also wie gesagt, das betrifft nur die Lose, also dieses System, was du jetzt ansprichst, das ist ja nur für die Lose, dass die Leute selber ausfüllen können. So, weil die Lose, die wir jetzt haben, da dürfen ja bis zu 10 Tipps drauf. Und wie ja, willst, ja, klar. So, ja, aber wie willst du das darstellen? Wenn du eins verkaufst, dann zahlt er da $50 und trägt trotzdem 10 Tipps ein. Das geht ja nicht. Das lässt sich ja gar nicht nachvollziehen. Weil für so den Lohnermarkt. Ach, ja, gut. Und für den Lohnermarkt brauchen wir halt komplett andere Lose. Wie viele Lose hast du denn überhaupt bekommen vom. Ich habe jetzt noch 99. Ja, das ist, ach, das
ist, ja, ich verstehe dich, ja, ja. Ach, okay, ja, das ist etwas ärgerlich. Wie viel kostet denn ein Los, wenn du das bei Cypress bestellst? Die kosten 85 Cent. Pennies. Naja, gut, das sind halt, ja, wenn du 100 kaufst, sind es $85. Das stimmt. Und das, ja, ich verstehe, warum du da machst, dass du 10, bis zu 10 Tipps auf einen losmachen kannst. Ja, ich weiß, was du meinst. Ach, das ist ekelhaft, weil du kannst ja ohne so machen, dass wenn sie es abgeben, dass du das überprüfst und dementsprechend natürlich das Geld dann verlangst von denen. Das ist auch so eine Sache, das ist ja auch so im Nachhinein. Und wenn ja, nein, wenn, dann will ich ja das Geld vorher haben. Ansonsten. Genau, richtig, das meine ich ja. Das genau. Ist halt etwas, ach. Das ist ja. Aber da muss ich jetzt sagen, da hast du es dir jetzt selber schwerer gemacht, eigentlich. Eigentlich nicht wirklich. Naja, aber wenn du sagst, auf einen los, kannst du bis zu 10 Tipps drauf, ja gut, das ist dann ein bisschen nervig, aber ja, na egal, ja, ist gut, wenn mich im Grunde habe ich da eigentlich nichts zu sagen, wenn du da einen Überblick hast, ist alles gut. Naja, also Zahlen stehen ja drauf, also wie kann man da, also, ne, und wie gesagt, die müssen ja auch dann in der Tabelle eingetragen sein. Und wenn ein Kunde mit dem Los kommt, was nicht in der Tabelle steht, dann gewinnt er auch nichts. Weil dann hat er das selbst gemacht, wie auch immer. Ja, das setzt aber voraus, dass du halt immer da bist, dass die Leute das abgeben können. Nee, die Leute sollen ja gar nichts abgeben. Die kaufen es ja. Und beim Kauf wird es ausgefüllt. Und natürlich setzt das voraus, wenn jemand etwas von mir kaufen möchte, dass ich dann da bin. Das ist das genau. Grundprinzip. Das ist ja im Little Italy nicht anders. Hier kriege ich auch nur was zu essen, wenn ein Kellner da ist. Und so ist das vom Prinzip mit den grundlegenden Losen auch. Das andere mit, die Kunden machen es sich selbst, das ist nachher irgendwann ein zweiter Schritt mit anderen Losen, wo ein Los ein Gewinntipp ist. Und die dürfen sie auch selbst ausfüllen. Na, weil wenn du nachher im Zweifel nur den Timestamp draufschreiben willst, damit man weiß, für welche Verlosung das ist, und die Kunden ihre Nummern selbst draufschreiben sollen, dann bist du ja schon wieder so weit, dass du dann, mehrfach beschreibbare hast, und dann können die ja alles Mögliche eintragen, wenn sich der Text ändern lässt. Das geht ja nicht. So, ich bring mal ganz kurz die Pizzaschnecken rüber.
Also ganz ehrlich, die können gerne mal einfügen, dass ich meinen Kontostand auch über mein Handy einsehen kann. Ja, das wäre fatal gut, oder? Nee, ich finde das also, auch ein bisschen frech, dass das nur Firmen dürfen. Ja, weil das ist, ich kann ja, also ich würde es ja verstehen, wenn die, okay, die sagen jetzt, weil wegen Sicherheit und alles, wegen Hacking und was weiß ich, ne, weiß, was man heutzutage alles machen kann, dass man nur sagt, okay, man kann es über sein Telefon einsehen, aber jetzt nichts machen. Den Rest muss man halt zum Automaten gehen, damit es sicher ist. So. Ja, genau, das wäre schon sehr hilfreich tatsächlich. Ja, das. Ach. Aber, ja, gut. Okay, das Prinzip scheint noch nicht ganz klar zu sein. Ich hab dich gewarnt. Ja, aber ganz der Moment. Ich hol mal ganz kurz, muss einmal ganz kurz was aus dem Sprint holen. So, das wäre jetzt zum Beispiel ein ziehungsberechtigtes Los mit einem Tipp. Ich weiß nicht, ob du die Tabelle jetzt gerade öffnen kannst, aber in Zeile 47 ist genau dieses Los eingetragen. Ja, und das ist halt einfach mit Sonderzeichen versehen, sag ich einfach mal, auch in Anführungsstrichen mit als Kopierschutz, weil dann vielleicht nicht jeder weiß, der noch nie ein Los gesehen hat, wie die ausgefüllt sind, einfach um dem Missbrauch vorzubeugen, falls sie geklaut werden. Du meinst jetzt die Tabelle, die du mir hier geschickt hast? Ja, genau, richtig. Die Gewinn, die Zugang. Ja, genau, richtig. Und genau die. Okay. Ach so, du hast jetzt noch, okay, warte mal, stimmt, hier gibt es verschiedene, ja, okay, gut. Muss gerade schauen, wo du hier, oha. Ja. Ja. Los Nummer 45. Eigentlich. Oder? Ja, genau, Los Nummer 45, ja, genau, richtig. Zeile 47 und Los Nummer 45, korrekt. Genau. Und da steht jetzt sozusagen genau das gleiche wie auf dem Los. Na, einmal der, ich sag mal, die Sanduhr, dann der Timecode, dann einmal dieses, ich sag mal, durchgestrichene Quadrat, weil ein Tipp und dann entsprechend die Gewinnzahlen. Und kein Trennzeichen, weil es gibt, ist nur eine Teilnahme. Und angenommen, jemand kommt jetzt mit diesem Los und möchte das einlösen, dann geht man halt hin, schaut, ob das Los sozusagen berechtigt war, gibt den Timestamp auf der Seite ein und
dann sieht man, wann das Los ausgestellt wurde. Also du hast ja oben einmal, wo dir angezeigt wird in groß, wie der aktuelle Timestamp ist. Und unten hat man ein Eingabefeld, wo man einen Code in ein lesbares Datum umwandeln kann. Ja, genau. Genau, und das wäre dann halt, wenn jemand, das müssen wir ja auch gar nicht so oft tun. Das ist ja tatsächlich nur der Fall, wenn jemand zu uns kommt und sagt, hey, ich habe gewonnen, dass wir dann überprüfen können, ob das Los teilnahmeberechtigt war für die Verlosung, wo derjenige das sagt. Es ist ja auch möglich, dass jemand quasi für diese Woche ein Los holt, aber seine Zahlen, keine Ahnung, in 8 Wochen gezogen werden und er dann behauptet, hey, ich habe daran teilgenommen. Die Möglichkeit müssen wir ja auch berücksichtigen und deswegen ist es halt wichtig, dass auf dem Los selber draufsteht, für welche Verlosung das gültig ist. Das ist, wie gesagt, jetzt alles erstmal der erste Schritt, ohne dass der Kunde irgendwas außer bezahlen und uns die Nummern sagen, quasi ohne dass der was selber tun darf. Warte, du hast gerade gesagt, er kauft sich ein Los, führt das aus und gibt das aber später ab. Nein, das ist ja das, was wir im zweiten Schritt machen. Das ist das, was wir gestern besprochen haben, ja, was wir später machen wollen. Das machen wir ja noch nicht. Aktuell machen wir nur das, Kunde kommt, sagt, hallo, ich möchte $50 investieren. Dann, wenn er jetzt zum Beispiel um 21.35 Uhr heute bei uns war, trage ich das Los so ein mit diesem Timecode und er gibt mir dann seine Gewinnzahlen. Die trage ich auf das Los ein und dann gebe ich ihm hinterher das Los. Also der Kunde füllt nichts selber aus. Der Kunde nennt dir seine Bestellung, nachdem er dir das Geld gegeben hat, füllst du ihm das Los aus und gibst ihm das, dann wenn das fertig ausgefüllt ist. Das ist jetzt im Moment der Plan. Ja, das habe ich ja soweit verstanden. Okay. Das ist ja eigentlich im Großen und Ganzen nichts anderes, als wenn du es am ATM machst. Nee, es ist halt mit persönlichem Kontakt und ich kann den Kunden ansprechen, hey, du siehst aus, als brauchst du Glück. Gib mir $50 und mach dich mit $1469 glücklich, wenn du Glück hast. Ja, gib mir all dein Geld. Ja, das, genau. Ja, nein, okay, natürlich, ich meine, die Wochenlotterie bleibt immer gleich, also egal, wo du dran teilnimmst. Also es ist ja alles die gleiche Lotterie, da ändert sich ja am Spielprinzip in dem Sinne nichts. Das ist ja jetzt nur eine andere Verkaufsart in dem Sinne. Na und über ATM hat den Vorteil, diejenigen, wenn die gewinnen sollten, müssen nichts tun, die kriegen einfach den Gewinn überwiesen. Jetzt mit den Losen, wenn jemand gewinnt, müssen die auf uns zukommen mit dem Los und sagen, hey, hier ist das Los, ich würde das gerne gegen Geld eintauschen. Ja klar, das ist ja so gedacht, genau. Genau, also das ist das, was wir jetzt quasi so anbieten wollen aktuell. Okay, gut, ja. Du könntest ja einfach in der Excel-Tabelle jetzt so zum Beispiel einfach mal ein weiteres Los eintragen als Test. Einfach nur, dass wir sehen, ob das von der Formatierung her hinkommt. Ich wollte gerade fragen, willst du mich ärgern? Nein, ich will dich nicht ärgern, aber aber wenn du jetzt auch am Samstag welche verkaufen willst, dann. Ich meine, wir können das auch lieber, wenn dir das lieber ist, aber morgen sagtest du, bist du auf einer Party, ne? Morgen bin ich auf einer Party, ja. Ja, genau, richtig. Da ist es vermutlich noch ungünstiger, das durchzugehen. Ja, das stimmt. So, warte mal, jetzt müssen wir mal selber schauen. Ich werde nochmal ganz kurz im RDP markieren, dass ich die Bestellung fertig gemacht habe. Was haben wir? 18.11.
jetzt will die auch noch was von mir. Warum wollen jetzt alle was von mir? Hört auf, alle was von mir zu wollen. Das ist nicht gut. Ja. Wieso schnappst du denn einfach, wenn du das direkt beim Kunden machst, wieso schnappst du dir dann so oder so, wenn du das mit denen zusammen machst, du gibst denen nur ein Los mit einer Nummer, einfach, keine Ahnung, mit irgendeiner Nummer und schreibst noch nicht mehr die Gewinnzahlen drauf und rufst am Ende einfach die Nummer auf, wenn du dir bei dir so oder so die Gewinnzahlen aufschreibst. Ja, einfach damit der Kunde verifizieren kann, welche Gewinnzahlen er hat. Ja, genau. Ja, genau, aber wenn ich das nur in der Tabelle hätte und der Kunde nur Los, also quasi nur Losnummer 45 hätte, dann könnte er ja behaupten, er hätte andere Zahlen getippt und wir hätten das falsch im System hinterlegt. Nee, dadurch, dass er mit dir redet, da alles schwarz-weiß, er sieht das ja mit, dass wir das alles so eintragen, wie er will. Ja, diese Tabelle sieht ja keiner. Diese Tabelle ist ein internes Dokument. Ja, dann schreib halt einfach die Gewinnzahlen mit drauf, ist ja wurscht. Ja, die Gewinnzahlen stehen ja drauf. Also die Gewinnzahlen stehen ja. Aber ja, gut, nee, das ist einfach, das ist, ja, nee, ist schon in Ordnung so. Du kannst die Zahlen ja einfach dann generieren, hinschreiben und das. Na. Ja, ich sehe schon, das Eintragen scheint noch etwas zu kompliziert zu sein. Einmal musst du mir erklären, wieso nimmst du überhaupt die verschiedenen Zeichen und schreibst einfach die Zahlen mit dazu in der Tabelle. Es ist auch wieder der Kopierschutz. Wenn irgendein Typ meint, er hat ein Los geklaut und ist dann ganz clever und trägt da seine Zahlen ein, dann weiß ich sofort, dass wenn er nicht die Ziffern benutzt, also nicht die Symbole, sondern arabische Zahlen, dann weiß ich sofort, das Los ist gefälscht. Alles im Rahmen der Betrugsprävention. Gerade wenn das nachher irgendwann auch Mitarbeiter machen, denn wenn ich sage, ne, traue niemanden, aber meine Güte, das ist ja Vorsicht walten lassen. Ist das jetzt nur ein 0815 Los, was du ausgefüllt hast, oder? Das Los wird an der Verlosung teilnehmen. William kriegt noch etwas Geld von mir und als Ersatz kriegt er quasi das erste Los. Also das du quasi heute um 20.35 Uhr und 24 Sekunden ausgefüllt hast. Du solltest in deiner Timezone gucken, dann müsste da nochmal eine Stunde drauf kommen. Ach so, ja, ich sehe es gerade, Entschuldigung. Nee, alles gut. Ah, ja, okay, ja, gut. Also deiner Vorsorge zuliebe wirklich gut gedacht, es ist nur... Egal, okay. Ich verstehe, warum du es gemacht hast. Ich verstehe, warum du es gemacht hast. Du gehst auf 100% Nummer sicher, weil irgendein Idiot irgendwie drauf kommt und es irgendwie machen wird. Klar. Ja, aber ich erkenne schon einen Bedarf. Wir brauchen einen Generator dafür. Den werde ich nur vermutlich nicht bis Samstag fertig kriegen.
Aber kannst du mir einmal den Gefallen tun und in Zeile 48, also in Los Nummer 46, vorne oder unter Kontonummer einfach irgendwann was eintragen? Weil ich sehe nämlich gar nicht, dass du in dem Dokument bist. Das wird mir gar nicht angezeigt, spannenderweise. Ich bin unsichtbar, Joe. Ja, offensichtlich. Ich möchte nur sehen, dass das klappt, wenn du da was einträgst, dass das dann auch ankommt quasi. Weil wenn schon das nicht klappt, dann wäre das ja auch schade. Also theoretisch müsstest du jetzt was sehen. Ja, wunderbar. Jetzt sehe ich was. Alles klar. Nutzt du das online oder lokal? Also im Browser? Online, ja, ja. Alles ja. Klar, okay. Ja, alles klar, dann funktioniert das auf jeden Fall. Denn die Zeichen, die du extra machst, die kopierst du ja im Grunde eigentlich nur raus, ne? Wollte sagen, ich habe da eine... Das musst du mir... welche Form machst du die Zeichen? Ja, also die Zeichen habe ich ansonsten in der ersten Zeile. Sind die einmal alle drin, dass man sich die im Zweifel rauskopieren kann? Mhm. Und ich habe, wenn du guckst, ich habe da einfach die Textzeichen verknüpft und generiere das sozusagen. Das heißt, ich schreibe die Zeichen nicht ab. Also wenn du hier in dieser Zeile bist, sondern dann siehst du, da ist eine Formel hinterlegt. Ja, ich weiß, deswegen frage ich, ob du oben das hinschreibst, was da steht, oder ob du das einfach rauskopierst und dort reinhaust. Nein, also ich verknüpfe quasi tatsächlich die Zeichen, also zumindest für die Ziffern. Vorne den Text habe ich jetzt in dem Beispiel noch komplett gemacht, aber das wäre auch noch eine Möglichkeit, dass ich alle Zeichen einzeln nehme. Ist vielleicht gar keine schlechte Idee, dann bauen wir das einmal ganz kurz um. Dann stimmt gleich das Los zwar nicht mehr, aber das kann ich gleich korrigieren. Dann schreibe ich das Los gleich einmal um. So. Dann hat sich das jetzt oben geändert. So. Hier haben wir den Code raus. Du liebst deine verdammten Listen, ne? Ich mag, ja. Das kann man nicht anders sagen. Ach Mensch, na gut, wenn ich meine Liste brauche, ich frag schon. So. Nee, ich hab schon vorher verstanden, worum oben so der Code steht. Ja, ich weiß schon worum, aber im Grunde, ja, okay, das ist eigentlich egal. Ich weiß schon, wie du das gemacht hast. Ja, ups. Alles gut. Warte. Hat mich nur gewundert, wieso das oben dann so und so, aber es ist ja quasi nur das Feld, was dort rein. Ja, genau, richtig. Eigentlich werden die nur unten eingetragen. Genau, das ist die Adresse des Feldes oben. Ich weiß ja, genau, richtig. Ja, genau. Alles gut. Genau, so, warte. Code raus. So, denn ist gleich. Was haben wir denn? Ne, doch M1 sind die, ne? Ah, alles ist kaputt. Okay, das geht gar nicht am Anfang. Das wird Wie gesagt, ich hab's soweit kapiert. Wenn du jetzt irgendwas und wenn es kaputt machst, dann lass es lieber. Ich verstehe. Ach, lass mich das doch kaputt machen. Das ist doch nur eine neue Herausforderung. Jetzt ist die Zahl weg. Was hast du getan? Ja, ich mach das gerade neu. Okay. Mach's da kaputt. Das sah gerade interessant. Ja, okay. Das sah gerade geordnet aus. Okay. Ja. Ja, genau, richtig. Genau. Ich baue das jetzt einmal quasi manuell zusammen. Das heißt, wir haben die Sanduhr,
So, dann kommt einmal der Code. Das macht er nicht. Warte. Wie verknüpfe ich das denn? Macht er das mit Plus? Nein. Das ist ja jetzt gemein. Das ist kaputt gemacht und jetzt bekomme ich einen Anrufer nochmal kurz. Ja, klar. So, jetzt habe ich es. Okay. Jetzt. Das? Okay, ja, ich sehe. Jetzt brauche ich noch einmal die Gewinnzahlen, die auf dem Los stehen. Die habe ich nicht im Kopf. 4, 6, 2, 12. Also. 4, 6, 1, 12? 2, 12. 2, 12, alles klar. Genau, dann ist das S. Hast du die 2, glaube ich, vergessen, oder? Ja, genau, richtig. Ja. Jetzt ist sie da. Genau, jetzt ist das komplett zusammengesetzt aus den Zeichen oben und nur der Timecode ist einmal reinkopiert. Mhm. Da müsste ich mir noch die Formel raussuchen, wie ich das selbst berechnen könnte. Weil vorne ist ja die Uhrzeit auch einmal eingetragen. Aber ich fürchte, das geht nicht einfach so. Deswegen wäre das jetzt so am sinngemäß am einfachsten. Mhm. Wenn man das einmal einfügt und die anderen Zeichen kann man sich ja dann oben rauskopieren quasi, also von dort verwenden. Genau, genau. Genau. Ah nee, dann klappt das ja soweit, ne? Also ich denke, das sollte soweit klappen. Also, wie gesagt, eine Vorlage oben hast du, ja? Ja, genau. Ne, die kann man sich im Zweifel ja auch rauskopieren und dann einfach den Timestamp anpassen. Jetzt halt auch nur zukünftig, wenn wir dann noch Leute anstellen, müssen wir denen das ganz genau erklären. Ja, tatsächlich. Wie gesagt, ich denke mal, da wäre so ein Generator sicherlich ganz praktisch da. Wie gesagt, aber das müsste ich mir in Ruhe anschauen. Das werde ich jetzt zum Wochenende nicht schaffen. Ich verstehe, warum du das machst, klar, damit das fälschungssicher ist. Das ist klar, das ist halt ja das Problem, weil irgendwelche Idioten werden schon drauf kommen, dass man da irgendwas machen kann. Ja, klar, das stimmt sicherlich. Aber wie gesagt, dass man uns vielleicht irgendwie dumm verklagen kann oder so. Klar, das ist halt, ja. Ja. Ja, und verklagen ist nie schön, das wollen wir nicht. Nee. Deswegen, ich weiß auch, ne, obwohl anders geht's halt, ne, das, was wir ja gesagt haben, dann mit den Losen, die jetzt sonst wo zu kaufen sind, dass man da entweder den Namen oder die Telefonnummer drauf muss, eins von beiden. Ja, genau, richtig. Also tendenziell Name muss. Denkst du? Mm.
Naja, hatten wir das nicht so gesagt, damit er nachweisen kann, dass er das Los gekauft hat? Mhm. Und damit wir das mit dem Ausweis abgleichen können. Weil ansonsten hat jemand, auch wieder nicht so wahrscheinlich, aber jemand hat einen Gewinner los. Dann kommt, Überfälle sind ja nun auch nicht gerade selten hier in der Stadt. Die klauen sich das und dann genau, können ja, die sich sonst den Gewinn abholen. Weiß. Das ist schon. Nein, also ich glaube, Name sollte schon drauf, dass wir das dann bei Abholung abgleichen können. Mhm. Und das geht mir auf den Sack, dass wir nicht sowas wie einen Briefkasten haben, einfach. Ja, das wäre natürlich noch ideal, ja. Dass sowas einfach nur, keine Ahnung, wir haben 3 Briefkästen, einer in Vespucci, einer in Vinewood, einer, jetzt doof gesagt, wir bleiben jetzt halt einfach nur in der Stadt, einer in Downtown, jetzt doof gesagt, einfach so, ja. Dass du deine Anlaufstellen, du haust das Ding dort rein, du kommst aber halt einfach nicht mal ran und gut ist. Wir sammeln das jeden Tag ein, haben die dann bei uns, hauen die bei uns drüben in den Lostopf rein, verschließen das dort, dann keine Ahnung, machen wir hier Anzahl der Tickets, machen Zufallsgenerator die Nummer, zählen die Tickets ab und die ziehen wir dann. Mhm. So, fertig. Ja, das wäre natürlich das Einfachste, ja. Aber das kostet natürlich alles wieder Geld, den ganzen Spaß überall hinbauen zu müssen. Ja, aber gut. Gut, okay. Genau. Ich muss jetzt so und so weiter, aber ja. Gut, das... Ja, ist halt nötig, ne? Wir müssen es halt einfach machen. Ich verstehe dich schon. Ja, ich sehe es ein, alles gut. Also ich will es halt nicht zu einfach machen. Nee, alles gut. Na, also. Ich weiß schon. Gut, okay. Genau. Ich gehe mich jetzt mal umziehen. Und ja, dann magst du mir das los da lassen? Weil das... Das los lasse ich dir natürlich da. Das ist gut, weil das wollte ich William nachher noch zukommen lassen. Sehr gut, okay, gut. Na dann, wir sehen uns, Joe, ne? Ja, auf jeden Fall. Ich brauche auch noch ganz kurz Sachen aus dem Spind und dann... Ja, sehr gut. Bin ich auch unterwegs. Na gut, ich bin dann nochmal drüben bei Easy Credit vermutlich. Ja, wir sehen uns. Dann wünsche ich dir schon mal einen schönen Abend und dann sehen wir uns ja vermutlich spätestens Samstag. Ja, genau. Alles klar, dann erstmal. Jo, ciao. Hallo. Ach so, ist auch schon Mitternacht, ne? Dann geht Joe jetzt dringend ins Bett. Und fährt nicht mehr rüber zu Easy Credit, wie er es eigentlich geplant hatte. Ja, Dinge und Sachen. Das weiß er noch nicht. Die hätten sich dann ergeben. Nein, aber nicht um die Uhrzeit. Tatsächlich.
So, dann ab nach Hause. Stand da irgendwie ein anderer Text? Sah so viel aus. Muss nochmal an die Tür gucken. Name auf Klingelschild anbringen. Ah, okay. Nein. Möchte ich nicht. Alles klar. Okay, dann stand da tatsächlich mehr als früher. Das ist ja spannend. Alles klar, ich wäre dabei. Ach so, dann bin ich nicht dabei. Ah. Auslieferung, alles klar, denn. Ja. Ich habe einmal Klonsch gemacht eben. Entschuldigung. War ja nicht so, dass ich das absichtlich getan hätte. Das stimmt. Da verkauft jemand einen ZR350 für 14.000. Ja. Wenn ich mich richtig entsinne, hat er
schon ein oder zwei Raten hat er, glaube ich, bezahlt. Nein, eine Rate hat er bis jetzt getilgt. Also Anzahlung plus eine Rate. Also das heißt, er hat bis jetzt $5,700 gezahlt dafür. Und dann habe ich die Frage nicht verstanden. $14,000. Ja. Also plus Kredit halt. Aber theoretisch. Also er will ihn quasi für das, was er ihn gekauft hat, wieder loswerden. Und für die 14.000, die er bekäme, könnte er den Kredit auslösen. So, denn ich glaube, ich gehe jetzt mal ins Bett. So. Dann schließen wir mal die Excel. Alles klar, in diesem Sinne, ich möchte mich bedanken. Vielen Dank fürs Zuschauen und eine gute Nacht.